Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Höhlenprojekt. Und ja, das ist die 101. Folge, ne? Ja! Wo sind denn die schwarzen Punkte? Die schwarzen Punkte? 101. Heimatin oder was? Okay, wir bauen mal hier ein bisschen weiter. Wir können uns ein bisschen fleißig am Dach machen. Diese Netherbricks sind aber jetzt so gut wie alle. Also ich habe noch ein bisschen, aber das wird nicht reichen. Das ist echt scheiße. Heftig. Ein riesen Dach, ey. Scheiße. Das ist halt Dimension, ne? Ja. Das ist Dimension. Ja, das ist... Ja. Aber drei Kreuze, wenn die fertig ist, ey. Vor allem die war eigentlich fertig, ne? Das ist ja das Deprimierende an der ganzen Geschichte. Ja. So. Was ist denn jetzt los? Ja, aber da wird getäuscht in der Rezeptur. Haust du wieder Mist zusammen? Na eben nicht. Achso. Wisst ihr, wie es ist? Ich brauche auf jeden Fall Treppen. Was machen wir noch ein bisschen hier? Also 40 Treppen, 44 Slabs. Das ist echt nicht viel, ne? Achso, nee. Aber hier läuft doch noch, oder? Was läuft das? Lass mir erzählen, dass das alle ist? Nee. Was ist alle? Für den Nether-Zeugs hat er da nicht schon alles gebrannt, oder? Doch. Tatsächlich, krass. Einfach nur krass. Wir brauchen Nether-Zeugs. Eichenholz ohne Ende. Brennst du hier noch was im Ofen gerade? Nee, ist der Ofen. Nee. Ist alle. Leer. Glas ist hier noch. Ich geh mal eingesteckt. Brennstoff reingepackt. Okay. Also viel ist es echt nicht. Dann muss ich mal in den Nether und muss wieder das Zeug besorgen. Ich baue noch so weit, wie ich komme. Ja. Ach, juhu, Nether arbeiten. Ist das geil. Ja, du musst ja nicht, ne? Also kannst ja als Aufnehmender auch was Aufregendes tun. Kann man eigentlich mit Diorit auf Stufen bauen? Mit Diorit, nein. Schade. Ja, dachte ich mir auch schon mal. Und mit diesen aus dem Nether-Zeugs? Ja. Okay. Was, Quarz oder Nether Rack? Nee, mit dem Quarz. Mit dem Quarz kannst du auch Stufen bauen, ja. Okay. Stufen und Treppen. Okay, Zimmerbau. Ja, kann man jetzt in späterer Stunde nochmal weitermachen. Haben uns jetzt so kurz Episode aufgehalten. Ich mache jetzt mal hinten die Treppe fertig, die noch nach draußen führt, die ich erstmal so provisorisch bloß im Stream gemacht habe. Okay. Ach, hintenrum raus, meinst du? Ja. Aber da würde ich noch gar nicht so großartig was bauen, weil wir noch gar nicht wissen, was da wie für Häuser hinkommen sollen, weißt du? Aber die Treppe muss ja trotzdem sein. Also ich mach die Treppe bloß mal ein bisschen hübscher. Mhm. Weil nach draußen soll es ja auf jeden Fall gehen. Ja, bloß wie weit, ne? Das ist die große Frage. Nee, ich baue jetzt nicht bis hoch oder so. Nur so ein Stück, meinst du? Ja. Und das Rathaus muss ja auch noch gemacht werden. Da müssen wir noch einen schönen Turm dann machen irgendwie. Es muss schon noch ein bisschen hübscher sein. Ich habe da Haufen Gedöns hier, was ich hätte mal eigentlich jetzt wegpacken können. So, bloß ein bisschen Treppe. Und fertig ist es. Habt ihr Thema total geguckt? Oder nein. Nö. Wo wieder? Ich habe gerade die Backstage-Cam geguckt, gerade eben in der Aufnahmepause. Okay. Auf Sarazars Kanal. Ja, hab ich auch gesehen. Krass. Okay. Krass, Alter, oder? Wir sind alle im Fernsehen. Alle vertreten sind. Ich fand das aber auch sehr interessant. Kronk hat in einem Livestream mal darüber gesprochen, dass er so langsam merkt,
dass er in den Medien hinten runterfällt, weil er einfach nicht mehr jedes Scheißding mitspielt, ja. Aber er das eigentlich ganz gut findet, so. Ja. Und er wieder ein bisschen zurück will und das eigentlich ziemlich lächerlich findet, wie sich so manche, ja, man kann schon fast sagen, prostituieren, weißt du, einfach nur, um ins Fernsehen zu kommen, ey. Mhm. Um irgendwo einen Fuß reinzukriegen. Fand ich auch sehr interessant. Ich fand das eine interessante Sache, hat er mitgemacht, das hätte ich jetzt irgendwie nicht so gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ne? Naja, dazu habe ich dazu, ihr redet jetzt von der VOG-WM, genau. Was da kommt, ne? Genau. Da habe ich heute von Fabian Sigismund das Bromantieren heute mir angeguckt. Und da hat er dazu gesagt, also sich auch dazu geäußert und hat jetzt gemeint, ja, ne, sie sind schon ganz schön stolz darauf, dass sie das halt geschafft haben. Dass, was hat man denn geschafft? Das verstehe ich nicht. Dass man halt als Let's Player auch in den Medien wahrgenommen wird. Genau. Dass sie es auch geschafft haben, als YouTuber da überhaupt präsent zu sein, weil das so meint halt so ganz, wie viele das sehen oder meinen, selbstverständlich ist es nicht, dass die auch als Studio 71 da nicht auf bei ProSieben Geschichten halt mitmachen können. Mhm. Und daraufhin sind sie doch schon ganz schön stolz und ja. Okay. Ja, wobei ich mittlerweile aber denke, eigentlich kann das Fernsehen mittlerweile stolz sein, dass der YouTuber sich erniedrigt, ins Fernsehen zu gehen. Das ist so meine persönliche Einstellung. Ja, ich finde, was ich damit meine? Ja, nein, haben wir ja schon mal drüber geredet an anderer Stelle. Ich finde das ja auch nicht positiv. Also mir gefällt das der Trend auch nicht, dass YouTube immer mehr oder mehr YouTube-Leute halt immer mehr im Fernsehen vertreten sind. Das finde ich halt, weiß ich nicht, finde ich halt nicht, finde ich falsch. Na, ich habe das Gefühl, die wollen einfach irgendwo einen Fuß in die Tür kriegen für den Fall der Fälle, dass morgen halt YouTube nicht mehr läuft, weißt du? Naja, ja, das zum einen das und zum anderen denke ich aber, liegt es aber auch daran, dass die halt, dass die Fernsehleute, also ProSieben Co. und die anderen Sender halt mitkriegen, dass ihnen halt Zuschauer fehlen. Und genau. Ich meine, der Sigismund hat das halt auch auf seinem Kanal gesagt, weil er gefragt worden ist, ob er dann halt auch mitfahren wird. Und er hat ja gemeint, nee, er wird nicht mitfahren, weil er hat den Fernsehleuten halt irgendwie verklickern können, dass YouTube-Stars Sinn machen halt, dass die mit dran teilhaben und dass die mit da sind, weil die halt eine gewisse Reichweite haben. Und genau darum geht es ja dem Sender. Sie wollen halt wieder mehr Reichweite haben für die jüngeren Zuschauer, weil das bringt halt natürlich mehr an Quote und bla bla bla. Und er da aber wahrscheinlich nicht mitfahren wird, weil er halt eben nicht diese Reichweite hat, weil er den Leuten nicht verklingern kann, ja, wir nehmen einen Dena, wir nehmen einen Saraza und weiß Gott hin und eine Floyd, die über 3 Millionen Abonnenten haben oder mit 3 Millionen Abonnenten haben. Und wie soll ich denen sagen, dass ich als welcher, der noch nicht mal eine Million hat, nicht mal eine halbe Million, dass ich da jetzt mitmachen darf? Aber Joyce macht da zum Beispiel auch mit. Hat die auch schon so viele Abos? Nee. Aber Joyce hat vorher schon bei ProSieben gearbeitet. Ach so? Die hat ja schon, die hat ja auch diverse Serien gemacht oder war ja in diversen Serien mit unterwegs. Die ist ja eigene Schauspielerin. Ja. Okay. Und ich glaube, die kam erst irgendwie hinterher mit da zu YouTube. Genau, das ist ja auch ihr Motto ihres Kanals, aus dem Leben einer arbeitslosen Schauspielerin. Ach so? Ich weiß es nicht. Haben wir die dann gar nicht so genauer angeguckt. Ja, die fetzt schon. Aber ich fand das halt so krass, diese Darbietung so vieler YouTube-Stars auf einmal auf dieser Couch von Stefan Raab, was vor ein paar Monaten oder so überhaupt noch gar nicht vorstellbar war, dass da überhaupt mal jemand in eine Live-Sendung überhaupt kommt. Ja. Überhaupt, eine Live-Sendung ist es ja nicht, aber das ja, aber ist da eine Fernsehsendung. Das war schon vor Ewigkeiten bei TV Total mit dem Gronkh zusammen. Ja, das war der Anfang dazu. Und das, denke ich, lag dann auch aber im Endeffekt jetzt, irgendwie... Dass das jetzt einfach so normal ist auch. Oh, oh. Nein. Also das machen sie schon ganz geschickt, muss ich sagen, ProSieben und so. Auch wenn ich natürlich, also ich bin auch der festen Meinung, dass da steckt System dahinter, weil sie halt mitkriegen, aha, also YouTube geht ja bei denen nicht spurlos vorbei, die sehen ja, was hier läuft.
Ja. Was nicht läuft. Und ich denke, das ist schon von denen halt gut geplant gewesen, zu sagen halt, okay, dann machen wir halt auch ein Netzwerk und oder wir schließen uns ein Netzwerk mit an, übernehmen das halt, unsere Kontrolle. Dadurch kriegen die mehr Einblicke halt, was denn wie viel eigentlich geht. Und ja, und ab geht ja der Peter halt, ne? Ja, der Peter. Also, ich meine, sie wären einerseits ja auch dumm, wenn sie es an sich vorbeigehen lassen würden halt, Ja, ne? und ungenutzt, ne? An So, sich aber vorbeigehen lassen. ich denke halt, also ich glaube zumindest daran, das wird früher oder später wird es auch den YouTubern, die das machen, auf die Füße fallen. Denke ich auch. Mentor? Ja. In welcher Form? Naja, wenn das halt, wie der Rixon schon Wenn. gesagt hat, dieses Prostituieren halt. Wenn es dann auf einmal, also ich meine, guckt euch mal auf den ganzen bekannten Kanälen rum, wenn es darum geht, Product Placement. Wie oft jetzt eigentlich Videos mit Product Placement hingesetzt werden und wo das schon da, also schon stattfindet, obwohl das also sage ich mal nicht ganz so offensiv, aber ganz geheim im Kämmerchen halt schon irgendwo stattfindet und sich auch andere große YouTuber damit Das schon auseinandersetzen. findet auch schon richtig offensiv statt, nicht bloß im kleinen Ja, Kämmerchen. ich meinte, aus der Sicht von meinen YouTubern, die ich halt gucke, ist das jetzt halt die ganze Zeit ein ganz kleines Thema. Also nicht ein ganz kleines Thema, sondern es wird so langsam den Zuschauer rangebracht. Genau. So am besten halt, am geilsten ist da halt Behind, also David Hein, der das dann halt auch gesagt hat, naja, das wird früher oder später kommen, Punkt. Ja. So, genauso wie bei PeteSmiet halt, wobei die das halt, sag ich mal, finde ich noch mit am annehmbarsten machen irgendwo. Aber egal, ich meine halt, das wird den YouTubern schon irgendwann mal auf die Füße fallen, wenn es dann darum geht, halt, mach mal noch mehr das, mach mal noch mehr das, gehen wir vielleicht noch mehr darüber oder erzähl mal noch mehr davon und hier noch im Fernsehen und du hast dann noch einen Vertrag dazu. Und nur wegen der TKK kannst du jetzt wieder Longboard fahren? Genau, sowas halt. Wie gesagt, das denke ich, das wird dem früher oder später dem Zuschauer nicht mehr ganz gefallen. Naja, also ich sehe es halt auch so, YouTuber sind YouTuber, weil sie keine Fernsehstars sind. Und ich denke halt, in dem Moment, wo die Fernsehstars werden, sind es keine YouTuber mehr. Ja, und das ist auch das, was mich persönlich eigentlich mit am meisten ankotzt, ist dieses Ding halt einfach zu sagen, es sind für mich halt keine Stars, es sind ganz Ja. normale Menschen halt, so wie jeder halt andere auch. Und ich finde, dieses Gehype drumherum geht mir richtig schwer auf den Kasten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es nervt mich teilweise sogar. Weil ich die halt, wie gesagt, nicht als Stars halt ansehe. Es sind für mich ganz, ganz normale Menschen. Und das ist Und der deswegen Grund, gucken wir warum ich sie halt ja. eben, weil sie halt eigentlich nicht abgehoben sind und weil sie halt eigentlich nicht diese Fame-Bitches halt sind. Und desto mehr das halt irgendwie ins Fernsehen kommt, desto mehr das halt hier rüberkommt und dorthin kommt, desto mehr habe ich das Gefühl halt, sie wollen halt doch Stars sein. Und das nervt mich. Also das, ja. Habe ich schon andere YouTuber, ohne die jetzt zu erwähnen, habe ich da halt schon aufgehört zu so anzugucken, weil es mich halt sehr, sehr annervt. Ja, das muss ich bestätigen. Und dann gibt es wieder andere YouTuber, die guckst du so gerne und denkst dir, Mensch, die könnten ein bisschen mehr Reichweite vertragen, Wie um wir zum einfach. Beispiel. Genau. Nee, das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Nein, es gibt so den einen oder anderen YouTuber, wo ich sage, ey, der macht echt so geile Sachen und der könnte vielleicht noch viel mehr geile Sachen machen, wenn der ein bisschen mehr davon hätte, weißt du, wenn ein bisschen mehr Ja. rüberkommen würde. Und der hätte das auch verdient. So, ohne halt Ja, gleich ins stimmt, da Fernsehen gibt es zu wirklich, müssen. da gibt es halt echt einige. So. Aber wie gesagt, ich denke, genau dieser Trend, das wird früher oder später, das wird halt den Leuten auf die Füße fallen, weil auch immer mehr von den Zuschauern heute dann halt sagen, Leute, ich habe euch eigentlich geguckt, nicht damit ihr ins Fernsehen kommt, sondern weil ihr gerade eben weg seid aus dem Fernsehen. Genau. Weil mir das Fernsehen auf den Sack ging, habe ich YouTube angemacht. Ja, und desto mehr die damit halt in Verbindung gebracht werden, desto weniger werden es die Leute halt anschauen, denke ich. Das ist auch so eine Sache, die ich so vermuten würde.
Aber wir werden sehen, was kommt Zeit, kommt Rat, ne? Definitiv, na klar. Ich finde es aber auch immer wieder witzig, wie der Stefan Raab so, wie der oft mit denen redet immer. Ich habe immer das Gefühl, dass Er der, stellt sich sehr als dumm dar, ne? ja, er stellt immer sehr doof dar und findet es immer, also, immer so lächerlich, stellt er das alles dar. Und ihr Ja. macht jetzt zwei, genau das, da waren Space Frogs hier, Space Radio, die waren bei TV Total gewesen. Und die machen ja auch so Unterhaltung, also Comedy. Und verdienen da ihr Brot, haben auch drei Kanäle und so. Und waren die zu Gast und. Die sagen mir gar nichts. Warum waren die bei TV Total? Space Frogs sind Leute von die auch sehr viel mit Le Floyd zusammen machen. Genau, ja. Und auch wenn Le Floyd zum Beispiel 3-0 wenn Le Floyd zum Beispiel jetzt unterwegs ist, nehmen die meistens die Urlaubsvertretung von ihm. Hallo. Hi. Die Du wolltest Urlaubsvertretung. brauchst du Nether-Zeugs? Also ihr braucht es ja generell, Rack. ne? Netter, ja, brauche ich dann auch. Ah, Drei echt? Stacks habe ich mir jetzt mal mitgebracht, so. Ich weiß Ja, gar nicht, wie schmeißt du einfach viel. mal vorne in den ersten Automatikofen. Da habe ich auch schon ein bisschen was reingeschmissen. Oh, was für eine schöne Bude auch noch. Ja, Neben und die, dem, ja. um zu Ende zu erzählen, und die waren dann halt bei ihm zu Gast und haben erzählt, ja, die haben halt drei Kanäle und die machen dann halt auf den einen, lernen sie zwei hoch, manchmal dann auf dem noch einen, als es so im Schnitt bei 3 bis 4 Videos ungefähr sind. Und Raab dann so, okay, und was macht ihr dann mit dem Rest eurer Freizeit? Also was macht ihr dann in eurer ganzen Freizeit? Und dann die gesagt, na, das beansprucht schon viel Zeit, so die ganzen Videos und so, und hat das so ein bisschen lächerlich dargestellt und Naja, klar, ja. Das also ist aber das Unwissen. und die machen Ja, halt. was heißt das Unwissen? Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist bei Raab auch irgendwo Methode. Also Ja. es gibt ganz viele Sachen. Zum Beispiel habe ich mir letztens ein Video angeschaut davon, da war hier so eine Kicker-Weltmeisterin da. Und ich glaube, die war eigentlich bei der Polizei oder sowas. Und da hat er es genauso so ein bisschen lächerlich ins Lächerliche gezogen halt. Also alles, was ihm fremd ist, hat er schon ganz schön ins Lächerliche gezogen. So, und ich denke, das ist bei Ralf, bei Ralf, bei Raab Ralf. relativ normal. Ja, weiß nicht, ne? Und im Gegenzug dazu könnte man sagen, ja, und du stehst jetzt hier vorne und laberst ein Dünnes jeden Tag und das ist dein Job oder wie? Und was machst du den Ja, Rest ist deiner genauso dann. Freizeit? Ja, eben. I Ja, killed ich an denke, animal das man. ist bei ihm aber auch, wie gesagt, Methode. Ich denke, das Ja, ist. er So muss war auch ein der ja bisschen schon Action früher. machen. Oh, die vierte Bude, ich gehe kaputt, Alter, ey. Ich krieg so einen Steifen. Ich muss gleich mal wichsen Was gehen. kriegst du? Ein Alter! Steifen. Ich krieg so einen Steifen, ich muss gleich mal wichsen. Was kriegst du? Ich weiß, ihr könnt das nicht nachvollziehen, aber ist das geil, Tourette, ja. ey. Hui, okay. Hätte eigentlich gar nicht zählen dürfen, sehe ich gerade. Obwohl, ganz knapp. Ist egal. Steven. Nee, ist regulär. Ach, schön. Heute ist ein guter Tag. Bin mal Nun gespannt, ja. wie das Ganze sich noch in Zukunft äußert. Das Ja. denke ich auch, ja. Da bin ich echt auch gespannt, was daraus wird überhaupt so. Ja. Was es mit sich zieht. Und ob es wirklich Konsequenzen haben wird oder nicht. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hoffe es eigentlich nicht für die Leute. Für die Leute, Weil ich ja doch davon einige eigentlich recht gern habe und auch recht gerne gesehen habe. Also ich hoffe mal, dass sie nicht zu tief auf die Fresse fallen werden oder dass es halt vielleicht, wenn dann, dass sie es früh genug mitkriegen, wenn es in die falsche Richtung geht. Und ja. Ja. Meinst du, es könnte einem YouTuber so sehr schaden, dass er nicht wieder auf die Beine kommt, Ja, YouTube-technisch? ja, Echt? ja, definitiv. Doch, das denke ich schon, dass man einen gewissen Teil davon verlieren kann, wenn man Scheiße damit gebaut hat oder wenn Scheiße passiert ist. Einen gewissen Es Teil, gibt ja, gehe ich mit. einen harten Kern, der sich sagen wird, du, ist mir scheißegal.
So, aber ich weiß nicht. Aber es stehen doch jeden Tag neue YouTube-Zuschauer auf, weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt Ja, auch, oder? definitiv. Natürlich, natürlich. Aber ich denke schon, dass man dadurch aber auch runterfallen kann. Hm.